Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier zur letzten Folge von Blue River. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr müsst euch nicht jetzt wundern, ihr habt nicht das Headset falsch rum auf. Das ist die letzte Folge von Blue River. Ja, 124 Folgen stark ist diese Serie, eine der längsten Serien, die ich je auf diesem Kanal hatte. Und es war einfach ein super, super tolles Projekt. Sehr durchwachsen mit Höhen und Tiefen. Es hat aber so viel Spaß gemacht. Viele Vorschläge aus den Kommentaren wurden hier umgesetzt. Und natürlich auch viele Bauprojekte auch beendet. Lange nicht alle. Wir haben viele offene Baustellen, das weiß ich. Aber es hat natürlich auch schon so ein bisschen die Gründe, warum ich jetzt gesagt habe, komm, wir läuten langsam das Ende ein und ich habe das in den letzten Folgen natürlich auch schon so ein bisschen geäußert, dass ich jetzt langsam eben Richtung Ende möchte und es zieht sich halt jetzt in den letzten Folgen auch so ein bisschen, wir haben noch das größere Projekt, den Flughafen, soweit mit reingebracht, ne, auch nicht zu 100% fertig, ich weiß es, aber ich denke mal, ich möchte auch nicht irgendwie 20 Folgen über den Flughafen am Ende haben und ich möchte natürlich immer, dass meine Serien und halt die Folgen, die so ein bisschen nacheinander erscheinen, so ein bisschen abwechslungsreich auch sind, dass man nicht immer das Gleiche macht. Und klar, man kann sich sehr, sehr lange an verschiedenen Punkten aufhalten, aber ich glaube, damit man halt auch so ein bisschen die Spannung bei diesen Projekten halt beibehält, ist Abwechslung sehr, sehr wichtig. Und das habe ich hier auch versucht, dass wir nicht so lange immer an Verkehrsproblemen hängen. Wir haben eine Zeit lang viel Umbau natürlich gemacht, war auch notwendig. Und wir haben natürlich auch an anderen Projekten, wie zum Beispiel jetzt eben zuletzt den Flughafen, natürlich auch schon so die ein oder andere Folge dann in diesem Flughafen verbracht, aber durch den Frachtflughafen ist das hinten natürlich, wie man sieht, ein großes Projekt auch gewesen. Und der Frachtflughafen funktioniert nicht ganz so dolle, aber er funktioniert. Ich habe da schon mal irgendwo ein Flugzeug gesehen, immerhin eins, ne? Und dadurch, dass wir ja den Frachtflughafen nach dem Passagierflughafen gebaut haben, ich glaube, dass vielleicht so ein bisschen viele Flugzeuge momentan unterwegs sind durch den Passagierflughafen, dauert das ein bisschen, bis die Frachtflughafen, also die Flugzeuge davon dann mit der Fracht dann auch irgendwo starten dürfen, weil es gibt ja auch nur begrenzt Outside Connection für die Flugzeuge, ich glaube 2 an der Zahl oder 4 allerhöchsten mit 2 unterschiedlichen Routen. Und das ist eben so ein bisschen der Punkt, dass natürlich dort eben auch gewartet wird und da wir wahrscheinlich über 100 aktive Flüge beim Passagieren haben, dauert es halt ewig, bis dann mal bei der Fracht irgendwo ein Flug ankommt und ja, so Sachen ziehen sich halt dann immer, aber er funktioniert, ich habe da schon mal ein bisschen was gesehen und das hat mich natürlich auch schon beruhigt, dass es mit der Trennung funktioniert hat. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt gewesen, ihr seht das von hier oben, diese Aussicht ist einfach gigantisch, ne, wir haben natürlich freie Fläche hier und da, das ist ganz klar. Ich habe überlegt, ob ich Ortschaften noch ein bisschen mit reinbringen möchte und es wäre ganz cool gewesen, aber dadurch, dass so Gebiete wie hier hinten, hier links, noch nicht mal fertig sind und die ja vor 10 Folgen gebaut worden sind, ist das halt für mich ein Zeichen, dass so, glaube ich, so kleinere Ortschaften dann ewig brauchen würden und wir halt echt immer noch 10 oder 20 Folgen draufsetzen könnten. Ob die dann so spannend wären, sei mal dahingestellt und ich finde einfach, es ist langsam Zeit, einfach ein neues Projekt einzuleiten. Ja, das Folgeprojekt wird nicht Oasis sein. Oasis wird ein sehr seltenes Projekt bleiben, weil da sehr viel Arbeit drin steckt. Und ich habe mir halt gedacht, komm, es wurde sich auch gewünscht, dass ich halt weiter so ein bisschen in dem Live-Commentary-Stil bleibe, dass ich halt einfach ein bisschen quatsche, ein bisschen baue und das mögen die Leute. Und deswegen ist ein Folgeprojekt wie Oasis halt einfach, glaube ich, unpassend. Na, und wird sich wahrscheinlich gar nicht so gewünscht und ja, so die Arbeit, die drinne steckt, lohnt sich dann vielleicht gar nicht so stark, dass man dann sagt, okay, man konzentriert sich da sehr drauf, wenn es gar nicht so beliebt ist. Ja, nennen wir es mal so. Und deswegen wird ein Folgeprojekt starten, das neben Mountain Valley dann laufen wird. Das heißt, es gibt Mountain Valley als Projekt und es gibt dann unser neues Projektchen, ja, was das, wie gesagt, das Folgeprojekt sein wird. Und das wird tatsächlich auch schon dieses Wochenende starten. Das kommende Wochenende, wenn ihr dieses Video seht, wird das neue Projekt schon starten mit einer Doppelfolge am Samstag und am Sonntag. Natürlich auch für die Kanalmitglieder ab Stufe Silber am Freitag und am Samstag. Ja, für euch ist das ja immer 24 Stunden früher. Und da geht's zur Sache. Ja, da werden wir Sachen von Oasis übernehmen.
aber natürlich auch Sachen von den normalen Serien, nenne ich es jetzt mal. Wir werden das, was ich bis jetzt so für mich geplant habe, werden wir natürlich in diesem Stil bleiben, wie wir es jetzt immer waren, so Live-Commentary, ne, dass wir einfach bauen und ein bisschen quatschen. Dann möchte ich allerdings hingehen und möchte die Gebäude selber setzen, um einfach ein bisschen Freiheit zu haben, ja. Nicht irgendwo an irgendwelche Regeln gebunden zu sein, an irgendwelche Zuweisungen gebunden zu sein. Ich möchte einfach hingehen und möchte die standardmäßigen Gebäude, also wir werden, glaube ich, hauptsächlich bis auf diese Baustellen, ne, die wir haben, wo wir auch hier in Blue River ein Neubaugebiet gebaut haben, das sind so die einzigen Gebäude, die ich aus dem Workshop habe. Sonst habe ich mir die ganzen Vanilla-Gebäude hier in Rico reingepackt und dadurch kann ich die halt überall setzen und habe jetzt eben auch nicht immer so diesen Zwang, dass man halt auch mit den Industrien, dass man hier Landwirtschaft nur dahin setzen darf und Forst nur dahin und das muss umgrenzt sein und dies und das, sondern wir können das alles wundervoll mischen und können da wirklich mit den Standardgebäuden auch ziemlich, ziemlich schöne Sachen machen. Ich habe das ja bei Oasis ein bisschen rumprobiert auch schon und es funktioniert ganz gut und deswegen möchte ich das einfach in so einem Projekt mit reinbringen. So, das wird die Hauptänderung sein, dass wir wirklich mit Rico unsere Gebäude setzen. Natürlich werdet ihr jetzt nicht bei jedem Bau von jedem Gebäude dabei sein, ich werde das schon so von den Folgen her schneiden, dass natürlich da auch ein bisschen Abwechslung mit dabei ist und dass natürlich auch, ja, dass man nicht nur Gebäude setzt, sondern dass es halt einfach sich so ein bisschen durchmischt, dass man halt natürlich in den Folgen halt auch ein bisschen andere Sachen hat. Ich habe ja auch hier, wenn man so die Gebäude ausgemalt haben, wie es ja hier bei Blue River war, habe ich ja auch immer ein bisschen geschnitten und genauso behalte ich das bei. Ich meine, es ist nicht viel mehr Aufwand, die Gebäude selber zu setzen, aber man kann halt natürlich sehr, sehr viel mehr dann auch gestalten und kann halt mitentscheiden, wie die Gebäude am Ende aussehen und sie bauen nicht immer ab und bauen wieder anders auf und es ist einfach angenehmer, dann einfach so ein fertiges Bild schon mal direkt zu haben und eine Vorstellung, wenn man was baut, von so einer Ortschaft oder auch vom Städtchen her, wo man weiß, okay, die bleibt optisch auch so und du kannst halt alles drumherum anpassen. Und das gefällt mir ganz gut und deswegen wollte ich das wieder mit reinbringen. Und was ich auch noch machen möchte, ich möchte hauptsächlich mit den Big Roads arbeiten, weil wir da halt hauptsächlich auch die asymmetrischen Straßen mit dabei haben. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und möchte da ein bisschen rumprobieren, habe mir auch die großen Alleen, auch wenn es eher doch nicht so eine Megacity werden wird, von der Karte her, die wird sehr abwechslungsreich sein. Ich habe mir da schon eine rausgesucht. Ich habe mir von den Big Roads noch die großen breiten Straßen, richtig breite Straßen geholt, wo man dann wirklich so 7 oder 8 Lanes hat und mal gucken, ob man die vielleicht mit einbauen können. Aber es ist ja auch für weitere zukünftige Projekte gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen die Straßen schon sich rausgesucht hat und mal ein bisschen rumprobiert hat. Und ja, wie gesagt, ich will hauptsächlich mit den Big Roads arbeiten. Allerdings, und das ist so ein Punkt, gibt es da leider so Straßenbahnen an sich nicht. Und das ist ein bisschen schade. Das heißt, ich kann noch gar nicht so mit den Big Roads arbeiten, wie ich das gerne möchte, dass man sagt, okay, wir machen das only mit Big Roads. Ja, das funktioniert leider nicht. Das heißt, wir werden trotzdem ein bisschen die Straßen mischen, aber ich möchte im Hauptfokus die Big Roads haben, möchte auch natürlich viel mit so ein paar Abbiegerspuren arbeiten, möchte auch viel mit dem Intersection Marking Tool arbeiten, wo man dann einfach eben die Kreuzungen markiert und das halt so ein bisschen gebündelt und spannend gehalten von Folge zu Folge, natürlich auch schon sehr detailliert, also ich möchte schon mehr ins detaillierte Bauen wieder reingehen, anstatt einfach nur ins Funktionelle, weil, ja, wie gesagt, hier zum Beispiel haben wir auch ein bisschen detailliert natürlich gebaut, es sieht ja auch von oben, wenn man sich das so anschaut, die Aussicht, sieht das auch echt schick aus. Gut, hier haben wir natürlich ein paar Schönheitsfehler mit den Gebäuden, dass man halt vor allem Wandgebäude austauschen mussten und so weiter und so fort, ne, ihr kennt das Spiel, es ist ein bisschen nicht so toll geworden jetzt hier in Blue River, aber ja, das wird jetzt halt im Folgeprojekt dann auch nicht mehr so sein. Das heißt, ich habe das so ein bisschen gemischt. Natürlich wird das Ganze auch wieder nur despawn sein. Also die Leute, die bleiben wieder auf den Straßen. Da wird wieder keiner despawnen. Und ja, ich fange komplett ohne Straßen auf der Karte an. Also ich habe mir die Straßen von dieser Karte komplett entfernt und werde von null auf anfangen mit 710.000 sind es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe so diesen Spielstand schon so ein bisschen vorbereitet, die Karte. Es sind 710.000, mit denen ich starte, weil ich vielleicht so den einen oder anderen Baum gesetzt habe aus Versehen. Und ja, damit wir halt einfach ein bisschen die Möglichkeit haben, ein bisschen Freiraum vom Geld her, weil man halt wirklich komplett bei Null anfängt. Ohne funktionierendes Straßensystem, das werde ich natürlich sehr zeitnah dann auch mit reinbringen, dass man halt wirklich Outside-Connection auf beiden Seiten hat. Aber zu Anfang möchte ich erstmal ganz gemütlich anfangen mit einer Outside-Connection und möchte halt eine komplette Karte dann bebauen. Sie wird
im nördlichen Bereich von Italien spielen, wird allerdings kein europäisches Setting sein. Das sind so die Sachen, die ich euch schon mal mitgeben kann für das Folgeprojekt. Und ich kann euch sagen, also mir gefällt es sehr, sehr gut, die Karte. Es ist eine sehr, sehr schöne Karte. Man hat einen Fluss durch, man hat einen Meeresanschluss, man hat viele hohe Berge auch mit dabei. Anders wie hier, hier ist ja doch schon eher alles flach gehalten. Und man hat so ein bisschen, auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen flacher mit Flüssen, auf der anderen Seite hat man Meeresanschluss und hat so eine Bucht und ist ein bisschen flacher. Und in der Mitte hat man dann eben so hohe Berge durchverlaufen. Ne? Ich denke mal, jeder, der Italien kennt, kann sich so ein bisschen vorstellen, wie das Ganze aussehen könnte. Und es wird eine schöne Sache. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf auf dieses Projekt. Und wollte auch hier in dieser Folge einfach nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ja. Liebe Leute, jetzt gibt es hier noch den ein oder anderen Cinematic Shot von dieser Stadt, um das Ganze gemütlich mit ein bisschen Musik ausklinken zu lassen. Da könnt ihr euch das einfach nochmal anschauen, was wir hier auf dieser Karte so bewerkstelligt haben. Und ja, wahnsinnig. 124 Folgen haben wir hier in Blue River verpasst, ja, genau. Haben wir hier in Blue River verbracht und es ist einfach ein sehr, sehr tolles Projekt gewesen. Wie gesagt, mir als aufzunehmen, da hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, der auch an jeden, der so ein bisschen dran teilgenommen hat an dieser Serie, der auch Spaß hatte, hier bei dieser Serie mitzuwirken und auch mit Vorschlägen natürlich hier das Ganze auch bereichert hat. Weil wir haben natürlich auch sehr, sehr viele Vorschläge aus den Kommentaren hier versucht umzusetzen und ich glaube, das ein oder andere ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich recht herzlich an jeden Einzelnen, der hier an dieser Serie teilgenommen hat. Und ich hoffe natürlich auch, ihr seid am Folgeprojekt mit dabei oder natürlich auch in Mountain Valley, was auch ein sehr, sehr cooles Projekt werden wird. Wir haben da auch schon so die eine oder andere Folge. Und ich glaube auch, Mountain Valley ist ein für sich sehr, sehr spannendes Projekt, was ein bisschen ländlicher ist. Ja, wird das neue Projekt tatsächlich auch werden, aber nicht so krass, wie es Mountain Valley werden soll. Ja. Das ist halt auf jeden Fall so der Plan, damit sich die Projekte nicht so überschneiden. So, liebe Leute, dann wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß hier bei den letzten Aufnahmen von Blue River. Und ja, ich hoffe, man sieht sich auch in den anderen City Skylines Projekten. Wie gesagt, Bewertung wäre super cool von euch. Egal bei welchem Video, Bewertungen sind immer großartig und helfen mir und sind halt wirklich kein großer Aufwand für die Leute, also für euch als Zuschauer. Und es ist einfach so ein kleines Dankeschön natürlich auch an das, was wir hier machen, dass wir hier Videos aufnehmen, Tag für Tag neue Folgen bringen. Und ich denke mal, da ist eine Bewertung nicht zu viel verlangt. Vor allem ist es natürlich auch kostenlos. Ja, gut. Ich bedanke mich, viel Spaß bei den letzten Aufnahmen und bis zu den anderen Projekten. Ciao!